Zunächst mal ist es so, dass wir eine gute Wirtschaftsentwicklung brauchen mit einem hohen Beschäftigungsstand. Den letzteren haben wir. Die gute Wirtschaftsentwicklung können wir auch gewährleisten. Wir müssen aber durch diese Zeit kommen, wo es jetzt ein bisschen eng wird mit der Energieversorgung im Winter. Und deshalb ist vom Sparen von Gas und Energie angefangen bis zu all den anderen Maßnahmen, die ich geschildert habe und hier nicht wiederholen will, das natürlich, was wir tun, damit wir das sichern und für die Zukunft darauf aufbauen können. Dass wir unsere industrielle Transformation vorantreiben, ist die Grundlage dafür, dass es gute, sichere Arbeitsplätze für die Zukunft gibt. Und dass wir dann aber so weitreichende Reformen machen, wie ich sie hier vorhin schon skizziert habe, wie den Mindestlohn, die Verbesserung der Erwerbsminderungsrenten, die Stabilisierung des Rentenniveaus, wie die Reform im Bereich des BAföGs, die Bereitschaft, was zu tun für Studierende und Rentner, die große Wohngeldreform, die Bürgergeldreform, dass wir die Kindergrundsicherung als Perspektive dieser Legislaturperiode im Blick haben. Das sind ganz konkrete Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, dass es genau andersrum läuft, als Sie befürchten. Und genau auf diesen Maßnahmen werde ich auch aufgreifen. Ich wiederhole noch mal, das ist für mich zentral. Die Fragestellung vieler Bürgerinnen und Bürger liegen nicht im öffentlichen Fokus. Das, was Sie für Ihren täglichen Lebensunterhalt, für Ihre Lebensperspektiven brauchen, wird nicht jeden Tag überall diskutiert. Im Augenblick ändert sich das ein bisschen durch die Inflation. Aber es ist ja doch so, dass das eigentlich nicht jeden Tag vorkommt. Die von mir eben erwähnte Verbesserung der Erwerbsminderungsrente findet statt, kostet Milliarden, kann aber niemand, also könnte sein, dass die meisten Bürger davon nichts mitgekriegt haben, weil das gar nicht Gegenstand öffentlicher Debatten, Problemstellungen, Erörterungen und Wahrnehmung ist. Trotzdem müssen wir uns darum kümmern und trotzdem tun wir das. Das habe ich eben beschrieben. Die nächste Frage, Herr Koch. Herr Koch? Oder hatten Sie sich gar nicht gemeldet? Ich hatte Sie auf der Liste. Dann Herr Ismer. Ja, Herr Bundeskanzler, Georg Ismer vom Tagesspiegel. Ich möchte doch auch noch mal einhaken beim Fall Warburg, weil man muss sich ja die Abläufe anschauen. Es gab dieses Treffen im November 2016, Sie mit Herrn Olearius und Herrn Warburg. Danach haben Sie Herrn Olearius angerufen und gesagt, er möge diesen Brief, den er Ihnen überreicht hat, ohne weitere Bemerkung an den Finanzsenator weitergeben. Und danach wurden die 47 Millionen erlassen. Und im Jahr 2017 gab es eine große Spende an die SPD. Und die Frage ist jetzt ja auch, dass Herr Olearius in seinem Tagebuch geschrieben hat, er habe Herrn Kahrs gebeten, Sie noch mal zu briefen vor diesem Treffen im November. Hat dieses Treffen mit Herrn Kahrs stattgefunden, ja oder nein? Alles, was ich dazu berichten kann, habe ich bereits berichtet und werde ich nächsten Woche im Ausschuss noch mal berichten. Das steht auch schon überall nachzulesen, weil es darüber keine neuen und geheimen Fakten gibt. Und das ist ja, glaube ich, das Bemerkenswerte. Wir haben eine Situation, wo jetzt 2,5 Jahre versucht worden ist, etwas zu identifizieren, was es nicht gibt, nämlich eine politische Einflussnahme auf diese Entscheidung. Und dabei bleibe ich, es hat diese politische Entscheidung, Einflussnahme nicht gegeben. Und ich werde sehr viele Stunden lang, und da freue ich mich auch drauf, alle Fragen noch einmal beantworten am nächsten Freitag. Ich vermute, Sie werden zuhören. Und das ist alles gut. Eine Nachfrage. Aber es tauchen jetzt ja immer wieder auch durch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse auf. Die zuständige Finanzbeamte, da sind Chatnachrichten aufgetaucht, spricht von einem teuflischen Plan. Und noch mal die Nachfrage. Sie können also ausschließen, dass Herr Kahrs Sie vor Ihrem Treffen mit Herrn Olearius und Herrn Warburg, dass danach eben in der Folge gab es dann eben die Entscheidung, nicht zurückzufordern, die 47 Millionen, dass Herr Kahrs Sie nicht gebrieft hat, dass es kein weiteres Treffen mit Herrn Kahrs in diesem Herbst 2016 gegeben hat, zwischen Ihnen beiden zum Fall Warburg. Alles, was ich berichten kann, habe ich bereits berichtet und das werde ich gerne noch mal wiederholen. Und ich wiederhole auch noch mal, was ich eben gesagt habe. Es ist in der Tat so, dass man eigentlich irgendwann mal nach 2,5 Jahren sagen muss, wir haben jetzt wirklich alle Scheinwerfer angeschaltet, wir haben jeden befragt, wir haben jede Unterlage eingesehen und wir haben herausgefunden, es gibt kein einziges Indiz für eine Einflussnahme durch politische Entscheidungsträger auf das, was dort jeweils fachlich erörtert und entschieden worden ist in der Finanzverwaltung. Ich habe keinen Anspruch darauf,
dass irgendjemand mal sagt, okay, 2,5 Jahre habe ich es versucht rauszukriegen, ich habe es nicht geschafft. Aber ich gebe zu, ich bin Mensch genug. Ich freute mich, wenn das der eine oder andere mal über sein Herz bringt. Die nächste Frage an Nils. Zur Außenpolitik. Als freier Journalist hätte ich gerne eine, wenn Sie so wollen, Einordnungshilfe für Blicke in den Nahen Osten. Werden Sie als Übernahme Ihrer Vorgängerin die Staatsräson unverändert fortführen, also das Schutzpaket für Israel ganz grob beschrieben, trotz der veränderten israelischen Regierungspolitik mehr gezielte präventive Erschießungen, Tötungen? Und in dem Zusammenhang, wie erschließt sich Ihnen die für mein Gefühl ungleiche Diskussion in Deutschland zur Israel-Politik, zum Antisemitismus, respektable Persönlichkeiten wie die früheren Botschafter Stein und Primor, die Chefin des Einstein-Forums, Susan Neiman und Moshe Zimmermann, tauchen überhaupt nicht auf, es sei denn mal in einer Kolumne der FAZ. Wie erschließt sich Ihnen das? Ob es an mir ist, mir da irgendwas zu erschließen, das weiß ich nicht. Ich möchte aber gerne sagen, dass Sie recht haben. Wir werden die Israel-Politik in großer Kontinuität fortsetzen. Es ist wichtig, dass wir den Staat Israel und seine Existenz sichern und unterstützen. Da haben wir als Land eine große Verantwortung. Dann habe ich Herrn Brössler auf meiner Liste. Ja. Herr Bundeskanzler, Sie haben ja anklingen lassen, wie entsetzt Sie waren angesichts der Versäumnisse, die Sie im Amt vorgefunden haben, was die Energiesicherheit Deutschlands angeht. Und Sie haben auch darauf verwiesen, dass Sie sich schon über viele Jahre für LNG-Terminals eingesetzt haben. Nichtsdestoweniger haben Sie über Jahrzehnte Verantwortung getragen in der Partei, die zusammen mit der Union die fatale Abhängigkeit von Russland in der Energiepolitik verantwortet. Sehen Sie, und Sie waren in der vergangenen Koalition Vizekanzler, sehen Sie bei sich selbst Anlass, ein wenig zerknirscht zu sein, oder liegt Ihnen das fern? Das ist durchaus etwas, zu dem ich fähig bin, obwohl es gegenteilige Gerüchte gibt. Aber ich will was ganz Konkretes sagen. Ich glaube, es ist so, wie ich es versucht habe, vorhin darzulegen. Jedes Land, jedes Unternehmen ist gut beraten, sich so aufzustellen, dass man jederzeit wechseln kann, was seine Lieferanten betrifft, übrigens auch was seine Exporte betrifft, dass man also diversifiziert. Und das, glaube ich, wäre und würde uns jetzt einfacher fallen, wenn wir die Infrastrukturen geschaffen hätten, die man dazu benötigt, damit das jederzeit möglich ist. Die meisten, ziemlich viele Länder der Welt kriegen ja ihr Gas zum Beispiel nicht über Pipelines, sondern über Schiffe. Und das hätte uns auf den Einfall bringen können, dass wir, und sei es als rein staatlich finanziertes Investment, Terminals schaffen, mit denen das jederzeit möglich ist, falls man mal in Schwierigkeiten gerät. Ich will mich mal orientieren an den Problemen der italienischen Regierung. Dort ist viele, viele Jahre Gas bezogen worden aus dem Iran. Dann hat man diese Abhängigkeit beendet und jetzt landete man in der neuen. Gott sei Dank ist es geografisch dort möglich, jetzt aus dem Norden Afrikas neue Quellen zu erschließen. Aber das zeigt ja, das Problem ist nicht nur unseres, das ist überall in der Welt, dass wir gucken müssen, sind wir technisch in der Lage, schnell auf andere umzusteigen und was muss man dazu tun? Und für viele Unternehmen wird es schon so sein, dass sie dann sagen müssen, selbst wenn die Konzentration auf einen Zulieferer an einer Stelle die billigste ist, habe ich lieber 2 oder 3 an unterschiedlichen Stellen und bei Sachen, die ganz zentral sind, vielleicht auch immer einen Fuß in Europa, damit das etwas ist, auf das ich unmittelbar Zugriff haben kann. Und so sollten wir die Fragen auch lösen, wenn es um unsere Export- und Importstrategien geht und auch was andere Rohstoffe betrifft als jetzt nun Kohle, Öl und Gas, sondern die Frage, wie kann man das sicherstellen, dass wir auch bei den neuen Dingen, die wir brauchen, Kobalt, Lithium, viele andere Stoffe, immer in der Lage sind, das, was wir brauchen, auch zu bekommen. Dass wir auch im Hinblick auf Produktionskapazitäten, die für die industrielle Entwicklung wichtig sind, dort auch neue Entscheidungen treffen, sieht man daran, dass wir jetzt ja uns im Koalitionsvertrag bereit erklärt haben,
Milliarden zu investieren, um Halbleiterproduktion in Deutschland möglich zu machen. Die Intel-Ansiedlung in Magdeburg ist ja nur der erste große Baustein. Da werden viele kleine, aber auch noch größere weitere Folgen an anderen Stellen, die dazu beitragen sollen, dass wir es schaffen können, dass wir diese Abhängigkeit zum Beispiel reduzieren. Und das muss man auch bei vielen anderen Themen so machen. Und der wichtigste Schritt zur Reduktion unserer Abhängigkeit ist ganz sicher der Ausbau der erneuerbaren Energien. Da bin ich fest von überzeugt, dass das das Wichtigste ist, was wir machen können, um uns Souveränität für die Zukunft zu verschaffen und gleichzeitig das zu tun, was für unsere wirtschaftliche und Zukunft wichtig ist, nämlich erneuerbare Energien auszubauen und das Klima zu schützen. Nachfrage. Vieles von dem, was Sie sagen, klingt ja zumindest aus heutiger Sicht naheliegend. Würden Sie sagen, dass es da etwas aufzuarbeiten gibt, dass, sei es in einer Enquetekommission oder auf andere Weise, die Versäumnisse, die ja zu einer wirklich schwierigen Lage für dieses Land geführt haben und zum Teil zu einer schwierigeren Lage als in anderen Ländern, dass die irgendwie geklärt werden müssen und auch gesehen werden muss, wer eventuell profitiert hat davon? Glaube ich nicht, aber will ich auch niemanden daran hindern, ist ja nicht Sache der Regierung. Aber das, was ich gerne sagen möchte, ist, wir müssen uns ja auch als Gesellschaft in die Lage versetzen, solche Sachen rational zu erwägen. Ich meine, als durch eine Indiskretion bekannt wurde, dass ich sehr wohl im Namen der gesamten Bundesregierung vorgeschlagen hatte, LNG-Terminals zu bauen, im Gespräch mit den Vereinigten Staaten von Amerika, haben sich unisono fast alle, natürlich niemand hier im Raum, aber ich sag mal fast alle, aufgeregt und gesagt, was? Und haben dann auch noch das mit der falschen Konnotation Fracking-Gas versehen und versucht, die Debatte zu töten über die steuerfinanzierte Unterstützung des Baus von Flüssiggasterminals an den norddeutschen Küsten. Und dass die Debatte nicht zu Ende ist, merkt man ja an der Frage, die der geschätzte Kollege hier eben gestellt hat, die ich jetzt nicht als Vorhalt meine, sondern das ist ja eine gesellschaftliche Debatte. Wenn wir neue Pipelines bauen, verfestigen wir damit nicht die fossile Infrastruktur? Meine Antwort ist nein. Aber wir werden ja uns jetzt auch so aufstellen müssen, dass wir auch in 5 Jahren und 10 Jahren die Frage von Ihnen oder einem Kollegen von Ihnen, der dann an der Stelle sitzt, beantworten können. Haben Sie jetzt bedacht, dass es ja, bis es so weit ist, dass wir alles machen mit erneuerbaren Energien und mit Wasserstoff, eine Zwischenphase gibt, in der wir, falls es irgendwo hakt, an der einen Stelle unsere Importinfrastrukturen von woanders etwas bekommen müssen, dass da dann schon jetzt auch Zweifel sind. Oder die Debatten, die jetzt über die Frage Erschließung neuer Gasfelder in Afrika oder anderswo stattfinden, die sind ja nur einleuchtend, wenn man sie auf dieses kleine Schema beschränkt, das im Hinblick auf langfristige Perspektiven gilt, sondern die sind ja, müssen ja auch betrachtet werden vor dem Hintergrund, kann uns, bis wir durch sind mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, in der Zwischenzeit noch was passieren? Und die Antwort ist, das sollte nicht sein. Da müssen wir alle Entscheidungen jetzt treffen. Das heißt, aus dieser Vergangenheit muss die Lehre gezogen werden, dass die infrastrukturelle Sicherheit unserer Versorgung ein Thema ist. Und ich komme noch mal zurück auf das, was ich vorhin auf eine Frage beantworten durfte. In der Sicherheitsstrategie der Bundesregierung wird die Frage Unabhängigkeit von Rohstofflieferungen und von anderen Zulieferungen, die essentiell sind für unsere wirtschaftliche Stabilität, eine Rolle spielen müssen. Und dann nicht konsequenzenlos, wenn ich das gern ergänzen darf. Frau Wefers. Angela Wefers, Börsenzeitung. Herr Bundeskanzler, ich habe noch eine Frage zu Steuern. Im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket wird immer wieder auch diskutiert, Steuern zu erhöhen, etwa eine Übergewinnsteuer einzuführen für besonders erfolgreiche oder profitierende Unternehmen, die von dieser Situation profitieren, oder auch eine Erhöhung der Einkommensteuersätze für die besonders gut verdienenden Menschen. Ist das auch Teil des kann das Teil des Entlastungspaketes sein, das umzusetzen? Na, gerade was die letzte Frage Einkommensteuer betrifft, gab es ja unterschiedliche Konzepte der Parteien, die zur Bundestagswahl angetreten sind und auch derjenigen, die jetzt eine Regierung gebildet haben. Und wir haben uns darauf verständigt, keine solche Einkommensteuererhöhung zu machen für Spitzenverdiener.
Das stand im SPD-Wahlprogramm, ich glaube auch in dem der Grünen, aber nicht in allen dreien. Übergewinnsteuer? Das ist auch etwas, was sich dort nicht findet, um das ganz klar zu sagen. Technisch übrigens auch sehr herausfordernd, aber deshalb konzentrieren wir uns jetzt im Augenblick auf das, was wir tun wollen zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Und ich habe eben ja schon berichtet, dass ich glaube, dass wir in der Lage sein werden, das auch zu finanzieren, was wir erforderlich finden.